It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch. Wir haben ja einen auf Office, der Skins hat und nicht dreht. Ich habe hier natürlich wieder ein Stückchen reingeguckt, ob er halt eben rein spinnt und ich konnte nicht sehen. Er hat ein Got My Freehand, er hat diesmal wirklich Handschuhe am Start. Letztes Mal bin ich mit den Fällen durcheinander gekommen, habe gesagt, guck mal, der mit den Handschuhen, dabei hat er keine gehabt. Ich weiß, sorry, der mit der krassen AWP war das. Der hat hier, wie gesagt, diese Tiegel, kniffliche, man sieht es hier in Bayonet Freehand und noch Handschuhe. Absoluter Wahnsinn und dann eben noch auf Office und nicht am Drehen. Das ist ja wie Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag. Bam, jetzt gucken wir mal ganz genau, was er treibt. Ich habe natürlich nicht viel reingeguckt. Ne? Wenn ich das durchspule, dann ist es wirklich sehr oberflächlich, nur mal zu gucken, dass er nicht in der Runde 3 auf einmal anfängt zu drehen, weil dann ist der Fall für mich halt so ein bisschen pissig. Natürlich nehme ich ihn dann trotzdem, aber ja, da muss ich halt direkt planen und einen zweiten Fall im Hintergrund mit dabei haben. So, Jürgen, ich nehme mal Jürgen. Jetzt machen wir was. Er hat hier schon wieder so rumgekeckelt, das hat er schon vorhin nicht schön hinbekommen, den Sprung nach da oben. Ah, ballert in die Smoke. Erwartet hier diese ultra krasse One-Way-Smoke von Break ein bisschen weiter hinten, aber Break spielt ja nicht mit. Er ist sehr zögerlich irgendwie. Er traut sich gar nicht richtig reinzunudeln, wobei hier wahrscheinlich. Oh nee, da ist noch nicht mal eine Smoke. Na gut, da kann er doch ran. Klar, es ist schwierig als CT. Logisch, als CT ist das scheiße auf uns. Aber du musst ja irgendwo den Entry halt reinholen, sonst bist du ja deines Lebens nicht mehr glücklich, ne, wenn du jetzt zu Null reinfährst. Wir haben jetzt schon ein paar Mal den. Gut, ich will jetzt nicht zwingend Fehler sagen, aber ein paar Mal den Fehler gemacht. Und Office in den Spielen im Stream gespielt. Und ja, wenn du da halt bei T, wenn du bei T anfangen darfst und kein zu Null in der ersten Hälfte machst, dann wird's schon schwer, ne? Wird's schon sehr schwer bei City. Ein, zwei Runden kann man holen, auf jeden Fall. Gerade am Anfang, wenn man da schön durchrennt und so, aber dann wird's irgendwann echt eng. Außer man hat's halt drauf und kann diesen ganzen Schotter hier. Ich meine, ich bin halt auch kein Office-Spieler. Ich kenne mich da nicht gut genug aus. Ich bin gespannt, zu ergründen, warum er reported wurde, weil bis jetzt war ja nichts. Falls er jetzt irgendwann zufällig mal einen durch die Smoke trifft und er deswegen Reports da bekommt, dann lache ich aber wirklich laut. Aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Also auf Office ist durch Smoke schießen ja wohl absoluter Standard, weil ja die Tees, wenn sie es ganz gut fühlen, sich schön zusmoken, immer wieder die Smokes erneuern, rausnaden, durchschießen und die CTs eben natürlich zurück da durchschießen. Wer jaulten da die ganze Zeit? Wer freuten sich da, dass die Runde nicht anläuft für sie? Wow, er ist ja gar nichts, hä? Ich sehe überhaupt nichts bei ihm. Ich sehe nur seine schönen Skins und Sachen, seine Accessoires, aber sonst ist da nicht viel drin. Auf Yugi Vanilli, jetzt geh mal ran. Warte mal, jetzt, Achtung, jetzt trifft er 100 Pro nicht. Ha! Mann, warum schießt du nicht? Spür doch den Feind einfach, spür ihn! Oh! Welches Snake? Warte mal, der hat geschossen, obwohl ich da stand. Cheater, Warlock, der weiß es. The Smoke ist keine Wand, ekelhaft. Und das Snake schon weg. Ach, oh, eine Night Terror, die ist auch nice, aber die hat er eben vom Mate, glaube ich, aufgehoben oder von dem Toten primär. Also wenn hier jetzt nicht mehr viel passiert, dann bin ich etwas enttäuscht, irgendwie in die Auffassungsgabe der Gegner. Weil, ich raff nicht, wo hier der Report herkommt. Der ist ja nix. Ja gut, er hat eben den Mate aus Versehen angeschossen, aber der ist durchgesprungen. Da ist natürlich Griefing null am Start. Überhaupt gar nicht. Das ist der Mate ja schon fast der Griefer. Hat der überhaupt schon einen Kill gemacht zwischendurch? Hat doch keinen Kill gemacht bis jetzt. Aber der muss wegreporten. Guck mal, der Neon hat da auch noch. Hab ich gar nicht gesehen. Auch ein sehr schönes Teilchen. Ich weiß nicht genau, was hier diese Gloves und vor allem das Knife so wert ist, aber ein Freehand ist jetzt, glaube ich, auch nicht absolut günstig. Da ist schon ein bisschen was auf dem Account drauf, aber wohl auch zurecht. Hier ist ja nichts. Da macht er gar nichts. Er macht ja noch nicht mal Kills. Alter, sein Mate hat ihm gerade die Rübe weggeholzt, ne? Okay, vielleicht hat er Musik an oder abused den Chat. Also ist entweder Schritt. Gut, er bleibt nicht viel stehen, also eher mündlich. Wahrscheinlich halt mündlich irgendwie unterwegs und beleidigt die ganze Zeit. Das kann natürlich sein, aber das kann ich nicht überprüfen. Da kann ich ihm kein Grief oder sowas drücken. Aber da eben, weil der Teamattack reinkam, vielleicht aber auch, weil er keine Hills macht. ja. Ist dann so eine kleine Vermutung von mir. Alter, genau die Slate. Mit genau den Stickern. Gab es bei uns letztens im Giveaway im Stream, ne? Oder war das eine Redline? Wir hatten diese vier Sticker drauf. Ich könnte schwören, auf der komplett schwarzen, also auf der Slate. Auf der komplett schwarzen AK. Und wo wir es gerade davon haben, Leute. Giveaway! Wir haben dreimal die Woche Livestream, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr und da gibt es halt immer Giveaways.
Ich weiß, es ist eine billige Art, Leute ranzuholen, aber es ist ein Weg, um Leute ranzuholen und ihnen zeigen zu können, ja, wie edel bei uns die Streams halt sind. Wir haben immer Viewer-Games, wir spielen gemütlich, wir daddeln richtig lange rein, vor allem eben freitags. Nicht nur CSGO, auch andere Spiele haben einfach einen Heidenspaß. Und da machen wir es überhaupt nichts, wenn man reinkommt wegen den Giveaways und bleibt wegen der Community. Ach, love, Leute, love auf jeden Fall. Aber der kommt nicht rein zu uns, weil der spielt ja überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, warum er reported wurde, keine Ahnung. Und wenn sein Mate ihn gekillt hat eben, weil er nichts hittet, dann ist der Mate der größte Hund der Welt. Weil, auf. Was willst du hier großartig machen? Ich meine, natürlich kannst du versuchen durchzurennen und natürlich kann man auch trotzdem auch beim Nicht-Reinrennen Kills machen. Aber jemanden zu nudeln, nur weil er gerade ein schlechtes Spiel hat, ist ja wohl absolut lächerlich. Wirklich lächerlich. Das macht man nicht. Es ist wirklich bitter. Ich krieg so auf die Nuss. Es ist Short Game. Ich wollte gerade sagen, warte mal. Wait a minute, 4. Aber. Moment, es ist 4-4. Habe ich die ganzen Wins verpasst? Kommt mir es gerade so schlecht vor, weil ich halt nur sehe, dass er nicht performt? Ja, klar, wenn er tot ist, dann wird er die Runde durchgespielt. Da kriegst du gar nicht mit, was die treiben, ne? Ah, jo. Okay, es läuft. Es läuft so schlecht für die. Es läuft überhaupt nicht schlecht. Bei T, also hier. Das war jetzt vollkommen normal. Ich bin nur verwundert, weil der Gegner einfach da stand und den Headshot embraced hat. Er hat ihn einfach hingenommen und sich darüber gefreut. Das sind doch Standardshots hier. Also wenn er deswegen reported wurde, das ist wirklich affig. Höchst affig. Also das kann ich mir nicht vorstellen wegen dem. It's gonna go. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Dass da ein Rapport reinfliegt wegen so einem Schotter. Auf! Jürgen, jetzt hau noch mal rein. Na? Hier sitzt der Smoke. Wie gehst du dir an? Gar nicht, okay. No. Auf Long dümpelt einer rum. Und? Ich glaube, er frisst gleich einen Headshot durch die Smoke. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er gleich einen nascht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er halt einfach... Dass er einfach halt die ganze Zeit... Warte mal. Der macht noch was! Dass er die ganze Zeit nichts gemacht hat und jetzt, wo er mal was trifft, dass er dann reported wird, ne? Weil die ganze Zeit macht er keine Frags. Ich glaube, er hat 5 Runden am Stück keine Frags gemacht. Gefühlt zumindest. Und dann ist halt Rundenwechsel und dann macht er halt die Headshots. Aber gut, die waren doch jetzt wirklich vollkommen in Ordnung. Das war ja, also, der eine war ja so ultra langsam, der Gegner bleibt einfach stehen, macht, triffst du mich jetzt oder was? Und hinten bei dieser Fenster-Action, ich kenne die Calls nicht auf Office, war ja auch absolut lächerlich. Also, da kann mir keiner erzählen, dass die im Ernst dachten, der hat angemacht, auf einmal trifft er. Es ist Tee, da kann man abwarten und die Leute reinrennen lassen. Ich bitte dich. Aim Assist, nein. Vision Assist, nein. Other, nein. Ich meine, also wenn mir jetzt hier was durchgegangen ist, Leute, dann müsst ihr mich echt, müsst ihr mir das schreiben. Wovon geht ihr aus? Wahrscheinlich auch nichts, oder? Ich weiß, wir haben hier wieder mindestens einen Herrn, der Aim und Vision schreibt. Er schreibt ja auch unter Videos. Du schreibst ja auch unter Videos, in denen es gar kein Overwatch gibt. Schreibst du trotzdem drunter, du Lurch. Aber ich habe ja eben nichts feststellen können. Nichts. Na gut, den drücken wir einfach weg. Und dann wäre es das für heute auch schon wieder gewesen. Interessanter Fall, vor allem mal Office gehabt, ohne dass jemand nur auf den Boden guckt und sich dreht. War mal eine schöne Abwechslung. Kann gerne öfter vorkommen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich begrüße auch direkt alle Neuen hier auf YouTube, weil wir haben gerade letztens eine Vorstellung gehabt. Wir wurden über den Algorithmus in die Recommendations von manchen Leuten gepackt und haben beim letzten Video einige tausend Klicks einfahren können. Also willkommen an alle, schön, dass ihr da seid, Hallöchen, Popöchen. Ja, wir machen auch manchmal hier auf YouTube ein Giveaway oder Giveaways an sich. Die sind dann immer in die Videos eingebaut. Ich glaube, vor 2 oder 3 Videos gab es eins oder gibt es noch eins, das noch aktiv läuft. Da wird aber bald der Gewinner dann festgestellt. Also wer noch mitmachen will, sollte da möglichst bald rein. Danach gibt es dann das nächste hier. Also einfach die Videos schauen. Ich sage die Dinge meistens zum Ende hin an im Video, aber auch manchmal mittendrin. Ja, einfach halt ein bisschen aufmerksam sein. Man kann es eigentlich nicht verpassen. Wenn man zumindest die Voice anhat, dann hört man das ganz gut, weil ich es halt wirklich laut sage, Achtung, jetzt ist ein Giveaway. Gut, dann sehen wir uns heute im Livestream. Bis heute im Livestream, ja. Ab 18 Uhr geht's wieder los. Wir hauen gerade Gloves raus auch. Kann man sich auch gerne mal snacken. Ne? Gönnt euch. Haut da rein. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Däumchen drücken. Danke für die Kommentare. Und danke, dass ihr in den Stream reinguckt. Later. Muah. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.